begrüße Sie recht herzlich. Ich begrüße den Oberbürgermeister, die Stadträte und Stadträtinnen, die Bürger hier im Saal. Ich begrüße natürlich auch recht herzlich die Vertreter der Presse und auch die Bürgerinnen und Bürger, die unsere heutige Sitzung im offenen Kanal verfolgen. Danke. Ich bitte, bevor wir starten, dass jeder mal einmal seine Teilnahme hier bestätigt, dass wir sehen, wie viele Stadträte aktuell da sind. Also ich sehe jetzt aktuell 34. Stimmt das? Sieht sich jeder auf der großen Liste? Ja, dann sind wir heute aktuell 34 Stadträte. Ist in den 34 der Oberbürgermeister schon mit drin? Okay, also 33 Stadträte plus Oberbürgermeister. Das heißt, wir sind beschlussfähig. Gibt es gegen die ordnungsgemäße Ladung oder Beschlussfähigkeit Einwendungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung. Die Tagesordnung liegt Ihnen allen, soweit ich weiß, sowohl in Papierform als auch jetzt mit dem Tablet vor. Gibt es Ergänzungen oder Änderungen zur Tagesordnung? Müssen wir darüber abstimmen? Ja. Dann stimmen wir darüber ab, wenn es da ist. Nö, weil es mir hier angezeigt wird. Gut, brauchen wir nicht. Dann ist die Tagesordnung damit angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, Einwohnerfragestunde. Mir liegen bisher schon 3 Zettel hier vor. Gibt es Bürgerinnen und Bürger aus Stendal, die eine Frage stellen wollen? Dann bitte, Sie waren der Erste. Kommen Sie, treten Sie bitte ans Mikrofon. Stellen Sie sich kurz vor. Ja? So. Geht das so? Ja. Gut. Ja, guten Tag, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrats. Meine Frage bezieht sich auf den Tagesordnungspunkt 6. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, genau. Ich bin Adrian Prelle, Vorsitzender des Kreisschülerrats. Und ich wollte fragen, in der Sache oder in dem Produkt, was ja, also im Anhang 2 gibt es ja eine Liste von Produkten, bei denen die Investition beziehungsweise ja doch die Investition als nicht unabweisbar markiert wird. Und im Produkt oder bezüglich des Produkts 424100, Bezeichnung Sportteilen und Anlagen, steht als Bemerkung dahinter, dass der Nachweis der Unabweisbarkeit nicht ausreichend ist. Und dementsprechend die Frage, ob es die Möglichkeit gäbe, den Nachweis zu ergänzen oder zu verbessern, damit diese Investition eben noch als unabweisbar angesehen wird von der Kommunalaufsichtsbehörde. Ja. Und sonst dazu sagend, dass ich es sehr bedauerlich finde, dass wohl auch bezüglich der einiger Grundschulen oder auch der Kita in Dahlen eben Investitionen anscheinend wegfallen sollen, aber das ist ja nun eben leider nicht in der Verantwortung des Stadtrats. Ja. So viel dazu. Vielen Dank. Möchte die Verwaltung da gleich drauf antworten? Also, das ist natürlich die Frage, wie man jetzt diese Anmerkung interpretiert. Das ist ja die Stellungnahme der Kommunalaufsicht. Und sie stellt damit eigentlich lediglich fest, dass diese Maßnahme aus ihrer Sicht nicht unerweisbar ist. Also wir können uns jetzt sozusagen keine andere Begründung ausdecken, nur damit wir dazu kommen, das machen zu können. Also wir müssen also die Realität entsprechend darlegen, wie es dazu kam, dass wir diese Maßnahme mit aufgenommen haben. Und das ist dann die Feststellung der Aufsicht. Also da können wir jetzt auch keine andere weitergehende Begründung finden. Es gab ja schon nochmal Nachfragen, da würden wir auch im Einzelfall darauf antworten, wenn es wirklich Zweifel gäbe. Aber an der Begründung an sich können wir jetzt erstmal nichts machen mehr.
Danke. Gibt es weitere Bürger oder Bürgerinnen, die eine Frage stellen wollen? Ja, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Abgeordnete, mein Name ist Jürgen Fautsch, ich bin Bürger in Stendal. Meine Fragen beziehen sich auf die Graugänse und Nilgänse in Stendal. Sicherlich nicht das wichtigste Thema, aber für manche doch sehr interessant. Am Stadtsee und seit diesem Jahr auch am Schwanensee gibt es eine ordentlich große Population beider Arten, welche die Wege ringsherum und am Schwanenpark inzwischen auch die Wiesen, mal auf Deutsch gesagt, zuscheißen. Für Spaziergänger ist das eine große Herausforderung, den Kothaufen auszuweichen. Man sollte wissen, dass eine ausgewachsene Gans ca. 2 Kilogramm Kot produziert, bis zu 2 Kilogramm Kot am Tag. Und wir haben es hier zwischen Herbst und späten Frühjahr mit mindestens 200 Gänsen zu tun. Der Kot ist wohl nicht gefährlich, aber eklig. Und die Wiesen am Schwanenteich, aber auch das Gelände rings um den Stadtsee, ist ja ein Naherholungsgebiet für Menschen. Wenn das durch Gänse in einer Art besetzt wird, die es für Menschen nicht mehr möglich macht, das zu nutzen, schürt das mit Sicherheit Unmut unter Bürgern. Die Gänse sollen ihren Platz haben, aber nicht am Stadtsee und nicht in den Naherholungsgebieten. Und meine Fragen jetzt sind, erstens, gibt es in der Stadt Überlegungen, die Anzahl der Gänse zu reduzieren? Zweitens, hat die Stadt Stendal einen oder eine Stadtjägerin? Drittens, gibt es Pläne, die invasive Art der Nilgänse zu bejagen? Danke. Okay, vielen Dank. Die Fragen liegen Ihnen vor, richtig? Ja, liegt mir. Vielen Dank, Herr Fautsch. Also Ihre Frage liegt auch noch mal schriftlich vor. Zur Frage 2, hat die Stadt Stendal einen oder eine Stadtjägerin? Soweit mir bekannt ist, nicht. Und zu der Frage 1 und 2, gibt es in der Stadt Überlegungen, die Anzahl der Gänse zu reduzieren? Und drittens, gibt es Pläne, die invasive Art der Nilgänse zu bejagen? Ich weiß nicht, will die Verwaltung gleich darauf antworten oder so? Oder schriftlich? Okay. Ja, wir haben das Problem mit den Graugänsen schon seit langem. Das ist ja schon seit vielen Jahren ein Thema. Und das Problem ist, dass die unter Naturschutz stehen. Das heißt, die dürfen wir auch gar nicht verbrämen. Das ist eigentlich das Problem, warum wir gegen die Graugänse bislang nicht vorgegangen sind. Bei den Nilgänsen ist es so, das sind invasive Arten, die sind genau wie Nutria auch in einem befriedeten Bereich jagbar. Und soweit wir das ermöglichen können, gehen wir auch dann gegen diese Tiere vor. Also ich weiß, dass wir irgendwie ein paar am Stadtsee hatten, das habe ich gesehen. Und da, wo wir können, versuchen wir natürlich dann auch, die zu beseitigen. Danke. Gibt es weitere Bürgerinnen und Bürger? Schönen guten Tag, Schneider, mein Name, aus Nahstedt. Ich habe eine Frage zum Sachsen-Anhalt-Tag, zur Schließung der Schule Diesterweg, diese Informationen haben wir als Familie erst Anfang des neuen Schuljahres bekommen, dass die Schule für 4 Tage geschlossen wird. Und ich sehe dem etwas negativ entgegen, da die Ausbildung unserer Kinder generell schon schlecht ist, warum auch immer. Aber warum das unterstützt wird, dass man die Zuwägung nicht einfacher machen könnte für die Lehrer als auch für die Schüler an diesen Tagen. Die Aussage war klipp und klar von der Schule, wir werden für 4 Tage die Schule schließen. Und das finde ich eine bodenlose Schweinerei. Herr Schneider, danke für die Frage. Wiederum meine Frage an die Verwaltung. Ich meine, die Diesterwegschule ist nicht in der Trägerschaft der Stadt Stendal, sondern der Trägerschaft des Landkreises. Aber können wir da was zu sagen? Okay, Herr Schneider, Sie bekommen eine schriftliche Antwort. Und dann liegen mir hier noch Fragen von Herrn Roske vor. Ja, dann brauche ich mich ja nicht vorstellen, wenn ich schon angekündigt wurde. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Abgeordnete, ich hätte heute folgende Fragen. Möchte aber am Anfang gleich dazu sagen, dass diese formulierten Fragen keine persönlichen Angriffe auf irgendwelche Angestellten der Stadt sind, beziehungsweise es auch nicht so gewertet werden soll. Es sind lediglich Hinweise, die ich auch von meiner Familie bekommen habe. Erste Frage. Falscher Anstrich am neuen SWG-Gebäude in der Weberstraße. Der Neubau ist gut und vor allem
für die Besucher bzw. für die Mieter, weil er auch barrierefrei ist. Und es wird ja auch ein Versammlungsraum geschaffen für alle Angestellten. Man hatte den Verdacht beim ersten Anstrich, dass man aus dem Gebäude eine neue Telekom-Zentrale in Stendal errichten will, weil ja der Magenta-Ton eben halt für dieses Unternehmen steht. Meine Fragen. Erstmal möchte ich dazu sagen, ich bin ausgebildeter Maler. Ich kenne mich ein bisschen aus in der Materie. Also man hat Farbnummern. Und wenn man einen Eimer Farbe öffnet und ihn aufrührt, müsste man eigentlich erkennen, was man da streicht. Aber nun zu den Fragen. Wie konnte das passieren? Wer kommt für den entstandenen Schaden auf? Ja, denn ich sag mal so, es muss ja noch ein zweites Mal gestrichen werden. Vielleicht war es auch einfach nur eine Kommunikationsfrage, aber vielleicht kann das ja jemand beantworten. Frage 2. Zustand des Stadtsees und der Grünflächen ringsum. Viele Bürger haben mich in der letzten Zeit daraufhin angesprochen, unter anderem auch meinen Kindern, die mit den Enkelkindern dort spazieren gehen. Und wie der Herr Frun ja schon sagte, es ist ein Naherholungsgebiet. Im Moment lädt es nicht gerade dazu ein, dort zu verweilen. Da macht der Mönchskirchhof, der sehr schön saniert wurde, einen besseren Eindruck. Wie gesagt, es lädt nicht gerade ein, dort sich aufzuhalten. Und Zitat der Bürger und Bürgerinnen, wir haben die Schnauze voll. Ja, Herr Oberbürgermeister, wann wird dort endlich Abhilfe geschaffen? Der Stadtsee ist verkrautet und die Grünanlagen sind schon ewig nicht mehr gemäht worden. Gut, es regnet viel, es ist Urlaubszeit. Ja, alles okay, der Bauhof hat hier noch zu tun. Aber wenn Sie da mal mit Ihren Kindern spazieren gehen, ich meine, Sie können es sich ja gerne mal angucken. Ja, und wann wird da endlich Abhilfe geschaffen? Frage 3. Wasserleitung in der Hansestadt Stendal. Sie sind sehr marode, was letztens auch eine Havarie in der Elisabethstraße bewiesen hat. Wann wurden die Leitungen das letzte Mal überprüft? Und wie will man dem Geschehenen entgegenwirken? Wir haben ja das Thema Haushalt heute, also das Geld ist ja knapp. Zum Schluss möchte ich noch eine Nachfrage richten zur letzten Sitzung. Ich hatte gefragt, ob es möglich ist, das Toilettenhäuschen am Bahnhof malermäßig instand zu setzen vor Beginn des Sachsen-Anhalt-Tages. Bis heute habe ich keine Antwort erhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Fragen. Zur ersten Frage. Wir haben ja zufällig den Geschäftsführer der SWG im Haus. Und deshalb die Frage an Herrn Klippelt. Ja, diese Frage hat tatsächlich die Stadt in einem Maße bewegt, die mir Gänsehaut macht. Ja, wir haben also diverse Presseanfragen zu dem Thema gehabt und ich kann jetzt Folgendes sagen. Der Magentaton war in der Baugenehmigung so genehmigt worden. Er fand aber nicht die Zustimmung der unteren Denkmalpflege bei der Abnahme. Und um des lieben Friedens willen habe ich darauf verzichtet, gegen meine eigene, als Bürgermeister, gegen meine eigene untere Denkmalpflege zu klagen. Hintergrund ist, dass der Unternehmer auch diese Struktur des Putzes nicht richtig gemacht hat. Das heißt, die Wirkung, die wir eigentlich erzielen wollten, dass unten ein gewisser Grauton ist und dann dieses Magenta drauf ist, wurde nicht erreicht. Und dann haben wir uns auf diesen neuen Farbton mit der Denkmalpflege geeinigt. Und ich finde, er ist eigentlich noch viel schöner als der ursprüngliche. Gut, danke. Achso, und der ist jetzt auch genehmigt mittlerweile. Ja, also der bleibt so. Danke. Gibt es da eine... Zu den Fragen 2 und 3? Oder? Okay. Also, dass die Bürger die Schnauze voll haben wegen dem Stadtsee, ist mir neu. Weil ich denke, es ist legitim und auch bei aller Anspruchshaltung hinzunehmen, dass wir mit all unseren Arbeitskräften es nicht schaffen, bei der Witterung überall zu jeder Zeit sämtliche Flächen zu mähen. Und die meisten Bürger, denen ich das sage, haben auch volles Verständnis dafür, weil die wissen, wir haben nun mal begrenztes Personal und begrenzte Kapazitäten. Die sind in 30 Ortsteilen, in allen Stadtteilen unterwegs. Und es ist nun mal so, dass auch jetzt in der Ferienzeit nicht alle Mann an Bord sind. Und da kommt es dazu, das haben wir auch festgestellt, natürlich der Wuchs höher ist als in den Jahren der Trockenheit. Das war für uns einfacher. Da ist es weniger gewachsen. Gleichwohl werden die turnusgemäß weiter gemäht. Und da bitte ich um Geduld und Verständnis. Ich denke, bei allen Problemen sind das eher die geringeren. Wir werden das natürlich machen. Auch zum Sachsen-Anhalt-Tag wollen wir, dass unsere Grünflächen in Schuss sind. Deswegen wird vieles auch noch
erstmal nicht gemäht, weil wir wissen, bei der Witterung, wenn wir das jetzt alles platt machen, in 4 Wochen ist es wieder hoch. Also wir sind da dran an dem Thema, das ist stadtweit bekannt und da bitte ich auch um Verständnis. Ja, und die dritte Frage dann schriftlich bitte. Ja. Ja, gut, also ich danke für die Antworten und habe natürlich auch Verständnis dafür. Ne? Ich meine, wir sind alles bloß Menschen. Okay, danke. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, oder gibt es eine, Herr Goronzi, eine Nachfrage? Dann ist natürlich A, der Sachsen-Anhalt-Tag auch schon passiert. Und das wundert mich tatsächlich, die Hansestadt Gender führt durch, auch wenn die Schule nicht in die Zuständigkeit der Hansestadt fällt. Aber es wirft natürlich schon eine Frage auf, warum wir jetzt nicht alle gleich mal eine Antwort kriegen. Also warum auch unsere Verwaltung scheinbar nicht weiß, dass die Schule überhaupt geschlossen wird. Ich meine, darf ich mal eine Frage an den Herrn Schneider stellen? Oder? Nein, das ist eigentlich ja nicht vorgesehen in der Bürgerfrage. Ja, das weiß ich, aber wir... Sonst? Okay, ja. Vielen Dank. Ja, okay, danke. Bitte. Also mir ist die Information auch, ne, dass die Schule deshalb extra schließt. Wir haben das Verkehrskonzept ja über Monate abgestimmt und auch die Eigentümer, sprich dann auch die Träger der Schule, informiert. Dass der Landkreis oder die Schule dann entscheidet, das zu schließen, hat mit unserem Konzept überhaupt nichts zu tun und wurde auch nicht mit uns vorher abgestimmt. Es bliebe natürlich immer noch die Möglichkeit für die Lehrkräfte oder wen auch immer, Ausnahmen festzulegen, dass dort also das Befahren der Schule möglich ist. Das ist sicherlich möglich oder wäre möglich gewesen, dass der Schulträger nun so entschieden hat. Das ist dann eben so. Die Schule selbst, vielleicht war das logistisch dann aus ihrer Sicht nicht machbar. Aber da müsste man nochmal nachhaken, weil diese Detailabstimmung, die habe ich jetzt natürlich nicht hier im Kopf. Ja. Okay. Danke, vielleicht noch eins, Herr Schneider. Nächste Woche Mittwoch, Donnerstag, am 15. um 17 Uhr ist Kreistagssitzung im Kreistag. Vielleicht ist da jemand, weil die sind ja die Träger dieser Schule, der Ihnen da zeitnah eine Aussage zu geben kann. Ist nur eine Idee jetzt von mir. Ja, okay. Am 15., also nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr ist Kreistag. Ja? Okay. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich die Einwohnerfragestunde jetzt schließen und kommen zum Punkt 4, Informationen des Stadtratsvorstandes. Uns liegt nur eine Information vor, die wir weitergeben können. Die Fraktion Die Linke, Bürger für Stendal, Bündnis 90, die Grünen, haben sich einen Namen gegeben und nennen sich jetzt Gestaltungsbündnis. Ist das richtig? Ich habe eben mit dem Fraktionsvorsitzenden nochmal gesprochen. Im Formellen ist natürlich weiterhin komplett zu schreiben, also im Schriftverkehr, der komplette Name der Fraktion plus Gestaltungsbündnis. Hier während der Sitzung haben wir uns so abgestimmt, auch für Sie ist das jetzt die Fraktion Gestaltungsbündnis. Ist das so richtig? Gut, danke. Weitere Informationen des Stadtratsvorstandes liegen nicht vor. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, Informationen des Oberbürgermeisters. Okay, liegen aktuell nicht vor. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6, zu unserem eigentlichen Thema, Beitrittsbeschluss zur Genehmigungsverfügung des Landkreises Stendal zur Haushaltssatzung der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2024. Ist von der Stadt eingebracht, wird dazu gesprochen. Okay. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, ich bitte Sie heute um die Zustimmung zu dem Beitrittsbeschluss, damit wir weiterkommen. Der Beschluss ist notwendig, weil wir von der Kommunalaufsicht ja eine Kürzung unserer Kreditaufnahmen von rund 2,5 Millionen und von rund 2 Millionen bei den Verpflichtungsermächtigungen auferlegt bekommen haben. Das war zu erwarten. Ich persönlich hatte sogar gedacht, dass noch mehr gestrichen würde. Das ist der leichte Teil der heutigen
Veranstaltung. Sie müssen eigentlich nur Ihre Hand heben und diesen Beitrittsbeschluss fassen. Dann haben wir einen wirksamen Haushalt und können loslegen. Allerdings eingeschränkt mit der Maßgabe, dass wir ja auch eine Haushaltssperre erlassen müssen, die nur unabweisbare Ausgaben tätigt. Das eigentliche Problem, was wir haben, ist, dass wir ja ein neues Konsolidierungskonzept machen müssen. Und das bedeutet, wir werden die nächsten Wochen, Monate uns darauf konzentrieren müssen, wie wir tatsächlich ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufstellen können, das dann am Ende des Betrachtungszeitraums, also in 10 Jahren, einen Haushaltsausgleich auch gewährleistet. Und das ist die Herausforderung, vor der wir alle stehen. Das geht nur, wenn wir uns irgendwo auf einen Weg einigen, auf Rahmenbedingungen einigen. Das heißt, wie viele Ausgabenkürzungen soll in das Konzept einfließen? Wie viel Einnahmesteigerung will man machen? Und wenn das, glaube ich, diese Leitplanken, die haben wir beim letzten Haushaltskonsolidierungskonzept vorab nicht gesetzt, sondern wir haben einen Vorschlag gemacht und dann wurden da verschiedene Änderungen gemacht und das Ergebnis ist, dass wir ja ein halbes Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen haben. Und ich denke, wichtig wird sein, dass wir uns jetzt in den nächsten Wochen kurzfristig verständigen, wo am Ende welche Zielvorgaben der Stadtrat sich selbst auch mitgibt und dann auch mitträgt. Und an der Stelle sage ich mal, wir haben die ganzen Jahre sehr komfortabel gelebt. Die guten Zeiten sind vorbei. In dem Zusammenhang muss man auch erwähnen, dass wir bei den Gewerbesteuereinnahmen im Moment 2 Millionen weniger haben, als wir geplant haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz bei den Gewerbesteuern in Höhe von 2 Millionen dieses Jahr nicht erzielt werden kann. Und wir haben schon aufgrund der Voranmeldung im letzten Jahr den Haushaltsansatz reduziert. Das heißt, auch hier zeigt sich, dass die Wirtschaftskrise, die wir überall haben, das können Sie in den Zeitungen lesen, auch bei uns mittlerweile angekommen ist. Das heißt, wir werden vor harten Herausforderungen stehen und vor harten Entscheidungen. Und ich denke mal, es nützt uns nichts, wenn wir jetzt nach Schuldigen suchen, sondern wer schlau ist, sucht nach Lösungen. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt brauchen. Und ich denke, wir werden uns dann kurzfristig mit den Fraktionsvorsitzenden mal zusammenfinden und verschiedene Wege aufzeigen und dann mal schauen, wie wir ein Volumen des Haushalts darstellen, das tatsächlich dann auch am Ende von der Kommunalaufsicht getragen wird. Die Hoffnung war so ein bisschen, weil der Landkreis ist ja schon seit vielen Jahren in der Haushaltskonsolidierung, irgendwie kriegen die das immer hin. Und ich will jetzt nicht die Kollegen tadeln, aber mir fiele da schon noch ein, wo man an der einen oder anderen Stelle mit energischer sparen könnte. Die Hoffnung war so ein bisschen, dass unsere Kommunalaufsicht uns in ähnlicher Weise behandelt, wie die Kommunalaufsicht den Landkreis bislang behandelt hat. Aber wir müssen feststellen, man hat uns wirklich ganz klare Vorgaben gegeben. Und wir müssen jetzt sehen, wie wir das bewerkstelligen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gibt es Redebedarf? Es startet Stadtrat Röhl. Sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, es scheint nun schon zur Normalität zu werden, dass wir unsere gefassten Beschlüsse auf Vorlage der Verwaltung zum Haushaltsplan bzw. der Haushaltssatzung korrigieren müssen, weil diese nicht tragbar sind oder waren oder anders ausgedrückt nicht genehmigungsfähig sind. Wir beschäftigen uns fortwährend mit eigentlich im Vorfeld klar zu erkennenden Sachverhalten und trotzdem erlangen derartige Beschlüsse die Mehrheit. Es vergehen Monate der Prüfung durch die Kommunalaufsicht und siehe da, das Ergebnis tritt ein wie erwartet. Jetzt fehlt sicherlich noch der Ausspruch wie zuvor, wir müssen doch. Diese Arbeitsweise ist weder von gesunden Ehrgeiz geprägt, noch scheint der Stadtrat bisher in der Lage gewesen zu sein, die Verwaltungsspitze zur Vorlage von genehmigungsfähigen Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen anzuhalten. Unter der Ägide unseres neuen Oberbürgermeisters sind 2 von 2 Haushaltssatzungen so nicht genehmigungsgewesen. Der Beschluss über das Haushaltskonzept wird sogar von der Aufsichtsbehörde
als ohne Zweifel das Gesetz verletzend eingestuft und folglich als rechtswidrig beanstandet. Wo soll das noch hinführen? Unsere Fraktion hat mehrheitlich bereits den Haushalt 2024 nebst Haushaltskonsolidierungskonzept in der vorgelegten Form abgelehnt, sodass es fern liegt, dem heutigen Beitrittsbeschluss unsererseits zuzustimmen. Dieser Beitrittsbeschluss bedeutet eine zukünftige Verschuldung der Hansestadt Stendal. Dies ist bedeutsam, da bis dato ein Abbau der Verbindlichkeiten und Kredite planmäßig erfolgt ist. Die Haushaltsführung war daraufhin ausgerichtet und dies war unseres Erachtens auch richtig und vernünftig. Erneut hat unseres Erachtens die derzeitige Verwaltungsspitze nicht die Zeichen der Zeit erkannt und auch nicht die Zwischenzeit dafür genutzt, sich einzig auf die originären Verwaltungsaufgaben zu konzentrieren und umgangssprachlich Ballast über Bord zu werfen. Ja, sich sozusagen schlank zu machen. Die Hansestadt Stendal hat kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Dies gilt es zu ändern. Ja, Einschnitte können wehtun, aber diese sind notwendig, um handlungsfähig zukünftig zu bleiben. Jetzt war er weg. Sie, Herr Oberbürgermeister Sieler, haben diese Situation nicht herbeigeführt oder sind gar dafür verantwortlich. Diesen Eindruck will unsere Fraktion nicht erwecken. Aber Sie müssen als Hauptverwaltungsbeamter die notwendigen Schritte einleiten, dass eine geordnete Haushaltsführung zukünftig darstellbar ist, keine überbordenden Schulden gemacht werden und Kredite in erheblichem Maße aufgenommen werden. Haben Sie den Mut dazu und gehen Sie nicht den vermeintlich einfachen Weg, einzig die Einnahmeseite durch Steuer- und Abgabenerhöhung zu erhöhen. Betrachten Sie die Aufgabeseite nicht investiver Art kritisch und leiten Sie die notwendigen Änderungen hier ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es weitere Meldungen? Okay. Ja, sehr geehrter Herr Weise, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde mal die Aussagen von Herrn Kleefeld unter den Titel eines Films, der schon knapp 20 Jahre alt ist, stellen. Die fetten Jahre sind vorbei, hieß der nämlich. Aber Herr Kleefeld, das haben Sie doch jetzt nicht erst seit gestern festgestellt. Also ich glaube, da brauchten Sie jetzt nicht erst einen Bericht von Wirtschaftsweisen oder so, die jetzt auch einen Wirtschaftsabschwung konstatiert haben. Dieses Schuldenproblem, das sagte Herr Röhe eben gerade richtig, haben wir jetzt schon im zweiten Jahr, eigentlich schon auch die Jahre auch davor. Und ich frage mich, und ich bringe das hier auch immer wieder, Thema Sachsen-Anhalt. Wir leisten uns in einer Phase, wo wir mehr oder weniger wissen, dass wir diesen Bericht irgendwann bekommen, dass wir keinen zulässigen Haushalt haben oder zum auch keine zulässige Konsolidierungsplanung, leisten wir uns in Sachsen-Anhalt, der angeblich erst so 300.000 Euro kosten sollte. Im Haushalt wurde dann so eine Zahl versteckt, schon irgendwie 800, noch was, 1.000 Euro. Ich würde sofort eine Wette eingehen, das war am Ende. Und ich rede da nur vom Eigenanteil der Stadt. Irgendwann landen bei einer Summe von 1 Million. Das haben wir hier schon vor einem Jahr gesagt, vor einem halben Jahr. Da wurde hier immer mit den Augen gerollt. Nein, das wird nicht so kommen. Und da hatten wir, waren Vertreter hier von der Landesregierung, die gesagt haben, nein, das ist eine Obergrenze, das ist maximal was 350.000 oder irgendwas. Nein, am Ende holt es uns ein. Und dann den Leuten wirklich öffentlich weiszumachen, das wären Kostensteigerungen, mit denen man rechnen müsste. Und man würde jetzt ja auch Einnahmen durch Souvenirverkauf erlangen. Wissen Sie, halten Sie die Leute wirklich für bescheuert? Also ich glaube das nämlich mittlerweile, das war absehbar, dass wir über so eine Sache hier entscheiden werden müssen irgendwann. Wir werden als Fraktion es nicht mittragen. Wir diskutieren ja seit jahrelang, also Frau Göhnfenning ist heute nicht hier, aber seit jahrelang darüber, die Kita Dahlen neu zu bauen. Und jetzt müssen wir uns hier sagen lassen vom Landesverwaltungsamt, ein Neubau wäre nicht wirtschaftlich. Wir geben durch, muss ich sagen, Ihre unsolide Finanzpolitik, die auch einige Fraktionen hier mitgetragen haben die letzten Jahre, geben wir das aus der Hand, dass wir uns von einem Amt sagen lassen müssen, was wirtschaftlich wäre oder was erforderlich wäre. Das sollten wir hier entscheiden können. Und dazu gehört, gebe ich auch Herrn Röhn noch mal recht, ganz klar dazu, den Spargürtel anzusetzen. Und zwar nicht da, wo es die Leute an der Substanz trifft, sondern bei freiwilligen Aufgaben wie eben sowas wie im Sachsen-Anhalt-Tag oder auch einigen Ausgaben in der Verwaltung, wo man wirklich sparen sollte, ohne dass es dem Bürger direkt wehtut. Und weitere Steuererhöhung, weitere Gebührenerhöhung können wir uns auch nicht leisten. Da belasten wir die Leute noch zusätzlich. Wir müssen da sparen, wo es
möglich ist und da gibt es genug Potenzial, bloß man muss dann auch mit anfangen. Und ich muss im Abschluss auch sagen, ja, Herr Insmer, können gleich wieder rumschreien, da wollen wir es heute nicht da. Aber wenn man vor anderthalb Jahren hier noch eine Deutschlandtour finanzieren wollte, auch mit einem sechsstelligen Betrag, und dann stellt sich ein Abgeordneter der SPD hier ins Café Kult vor einem knappen Jahr und sagt den Leuten, ja, ihr müsst alle den Gürtel enger schneiden, dann fühlen die Leute sich auf Deutsch gesagt verscheißert. Und da muss man irgendwann mal eine Wende einleiten, auch um hier eine gewisse Kultur auch zu bewahren, weil sonst stehen irgendwann Leute hier wirklich und bringen ihn auch mal anderweitig zum Ausdruck. Das möchte ich nicht. Wir sollten hier immer sachlich diskutieren können, aber es macht Leute irgendwann wütend. Dankeschön. Stadtrat Wiechmann hatte sich gemeldet. Das an? Ja, sehr geehrter Anwesende, sehr geehrter Stadtratsvorsitzender, sehr geehrter OB und Gäste. Heute geht es um den Beitragsbeschluss zur Haushaltssatzung, keine Abrechnung mit der Verwaltung oder mit der Verwaltungsspitze. Haushalt 24, dafür notwendig ist der Beitrittsbeschluss, da die Kommunalaufsicht eine Reduzierung der Kreditaufnahme und eine Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung vorgenommen hat. Zurzeit haben wir nur einen vorläufigen Haushalt, der nur zulässt, dass unabweisbare Ausgaben getätigt werden können, wie zum Beispiel Ausgaben aufgrund von Verträgen, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, angefangene Baumaßnahmen etc. Mit dem genehmigten Haushalt 24, wenn wir beitreten, können die geplanten und genehmigten Baumaßnahmen endlich begonnen werden. Auch Mittel für die Vereine und Ortschaften können vom OB freigegeben werden, trotz der von der Kommunalaufsicht angeordneten Haushaltssperre. Die Vereine warten bereits dringend auf die ihnen zugesagten Mittel. Sollte der Beitragsbeschluss für das Haushaltsjahr 24 nicht gefasst werden, müsste der Haushalt überarbeitet werden mit dem entsprechenden Diskussionsbedarf für notwendige Kürzungen. Frühestens im Oktober könnte der Entwurf dann wieder zur Kommunalaufsicht gehen und genehmigt vielleicht November oder Dezember 2024, also viel, viel zu spät. Zusätzlich arbeitet die Verwaltung bereits heute am Entwurf für im Haushaltsjahr 25 und die Haushaltskonsolidierung, sollte sie sich wieder mit dem Haushalt 2024 beschäftigen müssen, verschiebt sich der Entwurf des Haushaltes für 25 entsprechend nach hinten. Aus den genannten Gründen wird meine Fraktion dem Beitragsbeschluss zustimmen und ich bitte auch alle anderen Stadträte um Zustimmung. Danke. Danke. Stadtrat Inzenberg hat Sie als Erste. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mich verwundert es ein bisschen, dass bei einem Beitrittsbeschluss so eine Schärfe in der Diskussion hier reinkommt. Verwundert mich echt, muss ich sagen. Führen wir uns mal die letzten Monate vor Augen. Da hat uns der OB, die Verwaltung, ein verlässliches Haushaltskonsolidierungskonzept vorgelegt mit Einsparmaßnahmen, die über die hinweggehen, die wir jetzt vorliegen haben. Da hat der Stadtrat gesagt, nein, das machen wir nicht. Es gab schon mal Stadtratsbeschlüsse, die müssen wir alle wieder aus der Schublade holen, alle wieder realisieren. Und alle Beschlüsse, die wir gefasst hatten und die auf Vorschlag der Verwaltung hätten rausfallen sollen, hat der Stadtrat mehrheitlich wieder reingeholt. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ihr Verwaltung, ihr arbeitet schlecht, das kann so nicht sein, das ist, glaube ich, eine falsche Herangehensweise. Wo ich mitgehe, und Herr Bausemer, das ist richtig, wir haben auch gegen den Sachsen-Anhalt-Tag gestimmt, aber wir haben gesagt, die Entscheidung ist einmal gefallen. Nehmen Sie es erstmal hin, prüfen Sie es hinterher und dann sind Sie schlauer, okay? Wir haben aber gesagt, die Entscheidung ist einmal gefallen, dann wird da nicht mehr dran rumgenörgelt, sondern da wird dran gearbeitet und dann geht es nach vorne und dann wollen wir das auch. Aber das entpflichtet niemanden, Einsparpotenziale auch beim Sachsen-Anhalt zu finden und zu suchen und nicht einfach, das unterstelle ich auch nicht, einfach Geld auszugeben, großzügig. Entscheidend ist nicht, was der Sachsen-Anhalt-Tag kostet insgesamt, der wird so ungefähr 1,3 Millionen kosten, sondern das Defizit, was verbleibt bei der Stadt, das ist die entscheidende Größe, die uns interessiert und die kann momentan noch keiner sagen. Also die Bitte an die Verwaltung, alle Anstrengungen unternehmen, dass wir hier nicht aus dem Ruder laufen und ein ganz großes Defizit produzieren. Das ist der entscheidende Fakt und nicht, dass der Sachsen-Anhalt-Tag stattfindet. Des Weiteren kann ich mir gut vorstellen, ich sag mal, in den freiwilligen Aufgaben zukünftig zu sparen. Ich möchte die
den Stadtrat sehen, wenn die Verwaltung einen Vorschlag macht, dies zu streichen, dies zu streichen, dies zu streichen. Nicht mehr zu realisieren. Die Diskussion, die möchte ich hier im Stadtrat sehen. Wir haben als SPD-Fraktion schon darauf verzichtet, die Eisbahn, 30.000, haben wir gesagt, okay, damit können wir leben. Es ist schmerzlich für uns, weil wir gesagt haben, es ist ein wichtiges Vorhaben, haben wir gesagt, können wir mit umgehen. Aber bei allen anderen Vorhaben kam ständig Nein, mehrheitlich vom Stadtrat. Und dann heute so eine Diskussion, es ist aus meiner Sicht nicht fair. Zur Haushaltskonsolidierung. Mit dem jetzt bestehenden Auflagen der Kommunalaufsicht und der Haushaltssperre in 2024 schaffen wir es noch nicht einmal, spätestens ab 2026 Liquiditätskredite zu vermeiden. Das heißt, wenn wir so weitermachen, werden wir Liquiditätskredite aufnehmen müssen. Halte ich für äußerst problematisch, sollten wir unbedingt vermeiden. Und diese Situation müssen wir heute mit dem Beschluss, dass wir den Beitrittsbeschluss fassen, sollten wir dem den Weg ebnen, dass wir da in eine sichere Bahn und sichere Fahrt hineinkommen. Wenn wir das nicht machen, wird das Haushaltskonsolidierungskonzept für die Folgejahre noch schärfer, noch brisanter. Und das sollten wir unbedingt vermeiden. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Stadtrat Schlafke hatte sich zuerst gemeldet. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zu den in der Anlage aufgeführten Investitionsmaßnahmen, also Anlagen in unserer Vorlage, sprechen, da dort als Bezug zu Punkt 5 der Landesratsverfügung als nicht unabweisbar eingestuft wurde und dadurch gemäß Beitrittsbeschluss aus dem Haushalt herausfallen sollen. In der Verfügung des Landrates Punkt 5 ist zu lesen, dass die Handelsstadt aufgrund des Unterrichtungsersuchens vom 15.05.24 und im Rahmen einer Anhörung am 21.06.24, also nach der Stadtratssitzung am 22.04., die hier in Rede stand, der Kommunalaufsichtsbehörde diese in der Anlage aufgeführten Investitionsmaßnahmen als abweisbar oder in der doppelt verneinenden Sprache der Verfügung als nicht unabweisbar vorgelegt hat. Was mich in diesem Zusammenhang sehr ärgert, ist der Umstand, dass in besagter Stadtratssitzung am 22.04.24, als ich wegen einer Zustimmungserklärung des Ortschaftsrats zur beabsichtigten Streichung der 750.000 teuren Investitionsmaßnahme ländlicher Wegebau und Springestadt-Siedlung zum Rednerpult ging, mir der Oberbürgermeister bereits zurief, die Baumaßnahme Siedlungsweg wird aber durchgeführt. Den Antrag nehme ich ernst. Der Siedlungsweg ist drin. Kann man alles im offenen Kanal noch einmal nachhören oder nachsehen? Das war also vor der Kommunalwahl. Über die Entscheidung, dass der Bau des Weges im Haushalt als Investitionsmaßnahme immerhin auch eine Pflichtaufgabe enthalten ist, habe ich sowohl den Ortschaftsrat auch Springe als auch einige Vertreter, der sich für die Wahl eines seit 10 Jahren verwaisten Ortschaftsrates des Ortsteils Staat zur Verfügung stellen wollten, informiert. Ich will hier nicht noch einmal auf den durch Baumwurzelaufbrüche stark beschädigten 220 Meter langen Straßenabschnitt eingehen, nur so viel, dass dort nicht nur der Straßenverkehr der Einwohner und Gäste, sondern auch der Schulbusverkehr und der Abfallentsorgungsverkehr Nutzer sind. Und seit Jahren werden seitens der Stadt keinerlei zumindest notdürftige Reparaturen durchgeführt, um den Waschbrettcharakter zu entschärfen. Reparaturen sind aber auch keine nachhaltige Lösung, weil die Aufbrüche immer wieder und an immer mehr Stellen schon nach kürzester Zeit quer über die Fahrbahn neu aufbrechen. Insofern finde ich es nicht richtig, dass der OB sein Versprechen, dass die 96.000 teure verpflichtende Investitionsmaßnahme nun mit dem Beitrittsbeschluss rausfallen soll. So geht man nicht mit anderen Kommunalvertretungen um. Und was dort unter Bemerkung, nämlich lediglich das Wort aufschiebbar steht, lässt doch eigentlich nur einen Schluss zu. Das Vorhaben soll nicht umgesetzt werden. Bei anderen Vorhaben auf dieser Anlage hat man sich noch die Mühe gemacht, entweder ehrlich die Streichung niederzuschreiben oder zumindest ein Datum zur Verschiebbarkeit zu nennen.
Übrigens sollten wir nicht blauäugig über diese Brücke gehen, denn was im vom Landrat eingeforderten neu zu erstellenden Konsolidierungskonzept bei den von der Kommunalaufsichtsbehörde recht dunkel eingestellten Haushaltsaussichten dann ins Konzept oder in den Haushalt 2024 reinkommt, wissen wir nicht. Insofern hat ein Aufschiebbar so viel Wert, wie wir könnten ja mal drüber reden. Und noch ein Hinweis. Ich habe den neuen Ortsbürgermeister von Stahls über die Verfügung des Landrates und der beabsichtigten Streichung des Siedlungswesens informiert. Er hatte dazu keine Unterlagen. Das Thema war dann Gegenstand der Staatser Ortschaftsratssitzung am vergangenen Montag. Man hätte nicht gedacht, dass man so mit dem Ortsteil umgeht. Erst Zusage zum Bau der die beiden Staatserteile verbindenden Straße, dann Streichung. Es stand die Frage im Raum, warum der Ortschaftsrat Staats an solch einer Entscheidungsvorbereitung nicht beteiligt wurde. Und diese Frage stelle ich gleichfalls für die beiden anderen als nicht unabweisbar deklarierten Vorhaben in den Ortsteilen Möhring und Dahlen, weil die Belange der drei Orte, der drei Ortschaften sehr wohl berührt werden. Ich komme zum Schluss. Ich beantrage hiermit im Rahmen eines Änderungsantrages die Pflichtaufgabe Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahme, Siedlungsweg Staats, Konto 0962-5961, Investitionssumme 98.000 Euro aus der vorliegenden Anlage zu streichen und in den Haushalt 2024 als unabweisbar aufzunehmen. Da absehbar ist, dass der Bau in 2024 wahrscheinlich aus Zeitgründen nicht mehr realisiert werden kann, beantrage ich für den Fall der Nichtrealisierung in 2024 diese Maßnahme in den Haushaltsentwurf 2025 mit einer Verpflichtungsermächtigung zu übernehmen. Ich bitte die Mitglieder des Stadtrates um ihr zustimmendes Votum, zumal es in der vorliegenden Beschlussvorlage am Ende auch heißt, dass die Verwaltung im Investitionsbereich zunächst mit der Realisierung von Bauvorhaben bei den Pflichtaufgaben beginnen wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Herr Schlafke, haben Sie das schriftlich? Weil die Punkte konnte ich jetzt, also diesen Antrag. Ist den. Und mal noch eine zweite Frage. Ist das ein Antrag von Ihnen oder der Fraktion oder von Ihnen als Stadtrat? Also als nächster Redner hatte sich Stadtrat Röhl gemeldet. Wenn Sie wollen, schon ruhig schon vorkommen, wenn noch hier hinten was geklärt wird. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Stadträte und Stadträtinnen. Ich möchte kurz zu den Angaben meiner Vorredner kurz Stellung beziehen. Und mitunter ist es ja so, wenn die gleichen Sachverhalte, Fakten unterlegt werden, sind die Abstimmungsergebnisse immer ähnlich. Herr Stadtrat Wichmann, es ist bisher in den letzten Jahren immer vorgekommen, dass der Haushalt spät Genehmigung erlangt hat. Es hat der Stadtrat einschließlich der Oberbürgermeister immer eine Möglichkeit gefunden, den Vereinen und Trägern eine gewisse Auszahlung der Mittel zu ermöglichen. Es ist klarstellend nicht Ansinnen unserer Fraktion, diese Vorgehensweise zu torpedieren. Wir sind dafür, dass die Auszahlungen erfolgen können, in einer Art und Weise, wo eine Möglichkeit rechtlich gefunden werden kann. Sofern Sie davon sprechen, und da muss ich Ihnen widersprechen, dass Investitionsmaßnahmen in 2024 bedeutsam nicht begonnen werden können, möchte ich Ihnen eine Zahl sagen aus dem Liquiditätsstand oder Liquiditätsplan. Aus dem Jahr 2023
existieren Übertragungsermächtigungen in Höhe von 18 Millionen per 31.12.23. Nicht mal die Hälfte dieser Übertragungsermächtigungen investiver Art werden auch nur annähernd dieses Jahr abgearbeitet. Von den neuen Bauvorhaben, die hier drinne sind, wird mit Sicherheit kaum etwas angefasst werden, weil die Voraussetzungen fehlen. Das zu Ihren Aussagen. Zu Herrn Klefeld, lassen Sie mich zu Ihren Äußerungen noch was sagen. Ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie sagen, Sie haben vorausgesehen, dass eine Nichtgenehmigungsfähigkeit vorliegt und das Haushaltskonzept rechtswidrig ist, dass Sie das vorausgesehen haben. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich das auch nicht, weil ansonsten hätten Sie anders handeln müssen, denn für rechtswidrige Beschlüsse besteht eine Notwendigkeit, Widerspruch einzulegen. Das hätten Sie dann Ihrem Oberbürgermeister raten müssen. Es ist richtig, dass wir das alle so gesehen haben und das ärgert uns sehr, dass wir jetzt 3 Monate Zeit verloren haben und uns inhaltliche Gedanken machen, wie man das Delta zwischen Genehmigungsfähigkeit und dem Beschluss hinkommt. Es ist auch so, dass wir uns am besagten Tag der letzten Haushaltsberatung, des Haushaltsbeschlusses, hatte unsere Fraktion beispielsweise den Antrag eingebracht, Lüderitzer Straße, Regenwasserkanal und weiter nicht zu realisieren. Da wurde hier im Stadtrat von der Verwaltungsspitze geäußert, unabweislich, die Welt bricht zusammen. Jetzt, 3 Monate später, geben Sie uns genau diesen Sachverhalt vor, was wir seinerzeit auch schon vorgeschlagen haben. Nichtsdestotrotz, man kann sich auch immer revidieren. Das ist ja ein positives Zeichen, wenn man zurückrudert. Aber trotzdem ist der Sachverhalt der gleiche. Zu Herrn Instenberg möchte ich kurz sagen, Herr Instenberg, ich glaube, ich bin hier heute auf einer anderen Veranstaltung bis jetzt gewesen. Ich habe hier keine Schärfe zu irgendwelchen Sachverhalten gehört in unanständiger Weise, sodass Sie vielleicht auch mal Diskussionen aufkommen lassen sollten und Ihre vorgefestigte Meinung von wem auch immer hier uns aufzuzwängen. Alles, was Sie hier zu der letzten Haushaltssatzung, als wir den Beschluss gefasst haben, gesagt haben, ist im Übrigen falsch. Und Sie sollten, wenn Sie solche bei Zahlen werken, sollten Sie mal konkret antworten und da konkret geben, welche Fraktion welche Beschlüsse herbeigeführt haben wollte, mit welchem Ergebnis. Das bleiben Sie leider schuldig und ich kann Ihnen nur sagen, Sie haben Unrecht mit Ihrer Aussage. Von unserer Fraktion kamen im Saldo niedrige Ansätze. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Stadtrat Koronzi. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, dem Beitrittsbeschluss wird das Gestaltungsbündnis heute erstmal zustimmen. Das erstmal vorausgesetzt. Dann der zweite Punkt, den ich nennen möchte, ist, ich möchte ganz gerne, dass wir uns zeitnah, da ich weiß nicht, das hat glaube ich Herr Klefeld vorhin gesagt, dass wir uns zeitnah für das Jahr 2025 zusammensetzen und die Eckpfosten dann auch für das nächste Haushaltsjahr dringend besprechen. Punkt 3 ist, Herr Bausema, der Sachsen-Anhalt-Tag, wenn ich Ihnen jetzt mal ganz kurz nochmal das Konsolidierungskonzept, auch da hat Herr Klefeld vorhin gesagt, wir reden über einen Zeitraum von 10 Jahren, also ob wir nun über den demokratisch beschlossenen Sachsen-Anhalt-Tag heute nochmal debattieren oder nächste Woche nochmal drüber reden. Er ist beschlossen, er wird durchgeführt in wenigen Wochen und ich glaube, auch das muss man jetzt nicht immer der Bevölkerung immer wieder vorschieben, dass wir uns den leisten und dadurch jetzt so unwahrscheinlich pleite sind, ist es nämlich nicht. Wie gesagt, wir haben noch 10 Jahre Konsolidierung vor uns. Und Punkt 4, auch an Sie, Herr Bausema, weil Sie sich ja immer so an Herrn Röhl klammern. Der Kita-Neubau Dahlen, er ist lange da, er ist lange gewollt, er ist gewünscht und so weiter. Aber auch der Stadtratskollege Röhl ist auch jemand, der aber auch sagt, ist es denn tatsächlich eine Pflichtaufgabe, diese Kita zu bauen oder sollten wir es vielleicht durch andere Träger, durch freie Träger bauen? Also auch das sind Worte, die Herr Röhl tatsächlich beim Kita-Neubau immer wieder verwendet. Vielen Dank. Vielen Dank. Stadtrat Schmutz hatte sich immer. Ist nicht an. Jetzt. Ah ja, nochmal. Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren,
Es ist in der Tat verwunderlich, dass für einen Beitrittsbeschluss im August des laufenden Jahres zum Haushalt des laufenden Jahres so eine Diskussion entstanden ist. Normalerweise ist dieser Stadtrat ja auch dafür verantwortlich, dass die Entwicklung in Stendal mit investiven und konsumtiven Vorhaben vorangeht. Wenn wir heute diesen Beitrittsbeschluss nicht fassen, dann bleibt der Stand bei einer vorläufigen Haushaltsführung. Einiges geht sicherlich zu machen, aber vieles auch nicht. Und diese Wegegabelung, die wir heute haben, heißt, in die eine Richtung gehen wir in weitere Entwicklung, unabhängig davon, dass die eine oder andere Maßnahme, die jetzt durch die Kommunalaufsicht als erstmal aufschiebbar deklariert ist, hin, entweder gestalten wir oder wir verwalten im Prinzip eine gewisse Stillstandssituation. Und ausgehend davon, dass zum Jahresende 23, 31.12. hier in diesem Verfügungsschreiben der Kommunalaufsicht auch für alle nachlesbar immerhin noch eine Rücklage von 17,7 Millionen Euro vorhanden ist. Und wenige Sätze später die Kommunalaufsicht schreibt, also für 24 müssen wir uns nicht viel Gedanken machen. Das Problem entsteht 25 fortfolgende Jahre. Dann sind wir doch nach meinem Dafürhalten klug beraten, heute zuzustimmen, der Verwaltung die Chance zu geben, die Dinge in 24, die noch anzufangen wären. Das werden nicht viele sein, auch nicht das Vorhaben, Herr Schnafke, was Sie nennen. Da ist der Zeitraum August weg für dieses Thema. Und die Konzentration darauf zu legen, dieses Konsolidierungskonzept nochmal zu überarbeiten, die Ausgabepositionen, sicherlich auch die Ertragspositionen nochmal genau anzugucken und das hier mit uns noch erneut zu beraten, das halte ich für den besseren Weg, damit die Verwaltung auch erstmal handeln kann, unabhängig vom Sachsen-Anhalt-Tag und allen anderen Dingen. Und dafür darf ich nur werben, dieser Beitrittsverfügung heute zuzustimmen. Dankeschön. Vielen Dank. Der Oberbürgermeister wollte zum Ende der Diskussion sich auch noch mal äußern. Ja, ich möchte es nicht versäumen, die eine oder andere Aussage mal zu korrigieren, weil ich das auch nicht so stehen lassen möchte, weil nicht alles davon korrekt war. Ich fange mal an mit Herrn Bausemann zum Sachsen-Anhalt-Tag. Man kann sich natürlich, heute kann man sagen, wie konnte man das so machen, aber man muss natürlich immer die Frage stellen, wie war das zur Zeit, als man darüber befunden hat. Ich hatte das Mandat bekommen, vom Stadtrat nachzuverhandeln. Wir wollten dahingehend kommen, dass wir annähernd eine 50-50-Finanzierung bekommen. Ja, ich bin wiedergekommen mit einer Zusage vom Land, 475.000 Euro zu diesem Fest beizutragen. Dahinter sind noch andere Leistungen, die da gar nicht mit reinspielen. Das war mein Ergebnis, das habe ich hier vorgestellt und habe gesagt, wollen wir das. Da gab es eine rege Diskussion auch mit dem Land zusammen. Der ganze Saal war voll und ist am Ende, glaube ich, ganz knapp mit 17 zu 16 oder so ausgegangen. Es hätte auch anders sein können, hätte einer die Hand gesenkt, würden wir darüber uns heute nicht streiten. Aber es ist eine Mehrheitsentscheidung gewesen und darauf aufbauend haben wir angefangen, das Ganze zu planen, weil die Planungen waren ja schon viel früher begonnen worden, dann kam Corona und ich muss nicht weiter erklären. Also nur noch mal zum Werdegang, dass wir das nicht machen, um die Steuergelder zu verschwenden, sondern das war eine Entscheidung gemeinschaftlich mit dem Land. Das Land hat eingesehen, dass wir als Kommune das nicht alles tragen können. Deswegen hat das Land gesagt, ja, wir ändern unseren Haushalt ab und geben der Kommune mehr Geld. Dass es am Ende durch Inflation und so weiter teurer werden wird, das muss ich Ihnen nicht sagen, das betrifft alle Maßnahmen, die wir heute planen und später umsetzen. Ob es ein Stadtfest ist oder ob es die Baumaßnahme ist, einer Kita, was auch immer. Das kann kommen und das werden wir auch natürlich dann Rechenschaft auch legen, wie es am Ende ausging. Dann zu Herrn Schlafke. Das fand ich die beste Aussage heute, dass ich mein Versprechen gebrochen hätte. Das ist ja nun absolut falsch. Wir haben hier, Herr Inzberg hat es gesagt, ich habe hier gestanden und habe ihm was vorgelegt, was nicht schön war, muss ich auch sagen.
Es war nicht unsere Idee, vor 2 Jahren sämtliche Maßnahmen, die wir mal geplant hatten, zu streichen oder so weit zu verschieben, dass sie gar nicht mehr in diesem mittelfristigen Zeitraum sind. Aber wir haben gesagt, wenn wir das alles umsetzen, dann wird Folgendes passieren. A, wir können es uns gar nicht leisten und B, wird die Kommunalaufsicht genau das machen, was sie heute gemacht hat. Sie wird sagen, die Kredite kriegt ihr dafür aber nicht. Das habe ich Ihnen genau so gesagt. Und dann haben Sie entschieden, wir machen das trotzdem, wir nehmen Maßnahme A, B, C, D, E wieder mit auf. Andersrum, ich muss ja sogar dafür kämpfen, dass wir einzelne Maßnahmen mit rausnehmen. Also in diesem Zwiespalt befinden wir uns und wir müssen natürlich irgendwann sagen, okay, wir kommen nicht drum hin, wir müssen auch größere Maßnahmen, die wir unbedingt wollen, erstmal auf Eis legen. Und zu Ihrer Frage der Unterweisbarkeit, die Bemerkung ist von der Kommunalaufsicht, wie er nicht geschrieben kann, verschoben werden. Wir müssen darlegen, ob das aus unserer Sicht verschiebbar ist. Ja, ist es. Bei der Verkehrssicherungspflicht, der kommen wir nach. Sie sprechen von Huckeln, aber die führen nicht dazu, dass die Straße nicht sicher sei. Es ist also nicht unabweisbar. Und die Kommunalaufsicht entscheidet dann selbst und bewertet diese Maßnahmen selbst. Das hat sie gemacht. Und nochmal zum anderen Punkt, und der ist wichtig, wenn Sie sagen, wir hätten die Ortschaften anhören müssen. Wir wissen doch jetzt noch nicht, was die Kommunalaufsicht uns in die Verfügung reinschreibt. Und wenn Sie die Verfügung richtig lesen, dann steht unter erstens, der Haushalt wird nicht beanstandet. Das heißt, die Festsetzungen im Plan sind die gleichen, die hier beschlossen worden sind. Die Kommunalaufsicht sagt nur, aber Steindal, ihr kriegt dafür keine Kredite, sondern nur, wir versagen die teilweise und nur für diesen kleinen Bereich, für diesen Teil könnt ihr Maßnahmen durchführen. Wir glauben, dass diese Maßnahmen nicht unabweisbar sind, aber der Plan ist unverändert. Da steht diese Maßnahme weiterhin mit drin und ich habe nicht versprochen, dass das so bleibt. Es hätte auch anders kommen können. Nee, Herr Schlafke, ich habe Sie hoffentlich erklärt, was ein Weitungsbeschluss ist. Es ist keine Änderung des Haushaltsplanes. Wir stimmen nur zu, dass wir diese Kreditgenehmigung reduzieren. Der Plan an sich bleibt unverändert. Und nun zur Gardinger Straße, weil Herr Röhl sagte, ich hätte gesagt, unabweisbar. Das stimmt nicht. Es ist zwar mühselig, aber ich werde jetzt alle Punkte vorlesen, die ich sagte als Begründung, warum wir glauben, dass diese Maßnahme wichtig ist. Derzeit verfügt die Hansestadt Stendal über keine wasserrechtliche Genehmigung zur Einleitung von Niederschlagswasser in den straßenseitigen Graben an der Lyriser Straße. Betroffen ist hier die Entwässerung im Einzugsgebiet Gardinger Straße und so weiter. Quintessenz war, dass der Landkreis uns aufgefordert hat, als untere Wasserbehörde, dass wir die Entwässerung sicherstellen müssen. Das Entwässern in die Graben ist laut Wasserrecht unzulässig. Wir müssen also das Wasser an Ort und Stelle versickern lassen. Wir rechnen also weiterhin mit Strafzahlung, wenn das so bleibt. Das wird so kommen. Wir haben aber nicht gesagt, dass das unabweisbar ist. Wir haben nur empfohlen, das jetzt zu machen, aufgrund dieser wasserrechtlichen Gegebenheiten und weil wir glauben, dass das als gemeinschaftliche Maßnahme am wirtschaftlichen ist, gemeinsam einzugreifen mit Stadtwerken und mit AGS. Und da sind Sie mir gefolgt und haben gesagt, ja, das ist eine sinnvolle Argumentation, wir machen das dennoch. Von Unabweisbarkeit war aber damals nicht die Rede. Wir können auch damit nicht zufrieden sein. Da stimme ich Herrn Röhl zu. Das Konzept ist nicht zufriedenstellend, aber da müssen wir uns auch in die Augen schauen und sagen, wie soll das funktionieren? Wir haben Ausgabenzuwächse zu verzeichnen, die können wir nicht weitergeben. Wir können nicht sagen, wir produzieren kein Gut, bei dem wir sagen können, wir heben jetzt mal den Preis an, der Bürger wird das schon bezahlen. Wir können natürlich in Teilen sagen, angemessen müssen wir auch Gebühren und Entgelte anpassen. Das haben wir versucht. Es wurde nicht allem zugestimmt. Das ist vollkommen legitim. Darüber sollten wir auch streiten. Auf der Ausgabenseite, da müssen wir feststellen, und da geben mir meine Abteilungsleiter und Mitarbeiter recht, die Mitarbeiter, weil sie auf Personal abzielen, ansprechen, die folgen den Aufgaben. Wenn wir also da nachhaltig sparen wollen, dann müssen wir auch sagen, wo wollen wir kürzen? Was wollen wir schließen? Was wollen wir weniger anbieten? Momentan habe ich gesagt, und das war auch unser Einverständnis, Einvernehmen, wir wollen unser Niveau halten. Wir wollen an Qualität nicht nachlassen. Es ist aber heute aus meiner Sicht nicht so zu bezahlen. Und deswegen müssen wir ein Konzept beschließen, das wehtun wird. Wir können nicht darauf warten, dass das Land vielleicht in 3, 4, 5 Jahren sagt, ja, wir geben der Stadt mal ein paar Millionen, damit es denen besser geht. Die werden vielleicht reagieren, aber nicht im vollen Umfang. Das heißt, wir müssen schon, Einschnitte in Kauf nehmen. Und ich kann Sie nur bitten, dass wir dann, wenn wir am Ende des Jahres wieder über das neue Konzept reden, über das ergänzte Konzept, dass Sie dort uns folgen und dass Sie vor allem im investiven Bereich sagen, ja, wir sehen es ja, wir können sowas nicht noch einmal beschließen. Wir müssen jetzt sparen und zum Wohle aller uns zurücknehmen und einige Maßnahmen dann verschieben. Auch die Kommunalaufsicht sagt, wenn dann nur hauptsächlich mit Fördermitteln, das ist unser Ziel, dass wir keinen Stillstand erzeugen, wie Herr Schmoth sagt, dass wir trotzdem investieren im angemessenen Rahmen, das versuchen wir auch, aber einfach wird das nicht und das benötigt viel Geduld und Zugeständnisse ihrerseits. Wir als Verwaltung wollen auch, dass wir an Qualität nicht nachlassen,
Aber nur durch Personaleinsparung können wir es nicht leisten. Dann kommen die Mitarbeiter und sagen zu mir, Herr Sieler, so können wir nicht arbeiten, die Kollegen fehlen. Weil das ist genau das, Anspruchshaltung, Herr Roske. Die Bürger haben die Schnauze voll. Ich glaube das nicht. Die verstehen schon, dass wir nicht genug Leute haben, um das alles immer gleich zu machen. Wenn wir aber sparen wollen und sagen, wir sparen überall ein, dann müssen die Leute akzeptieren, dass wir auch länger brauchen, dass wir etwas nicht mehr jede Woche machen, vielleicht nur einmal im Monat, dass der Spielplatz nicht erneuert wird, sondern vielleicht erst in 5 Jahren anstatt in 3. Das heißt, wir brauchen auch Geduld bei den Bürgern, weil es wird spürbar sein. Es wird zu spüren sein, dass wir sparen müssen. Und deswegen bitte ich Sie, diesen Beschluss zuzustimmen, damit wir zumindest im geringen Maße für den Rest des Jahres handlungsfähiger werden, als wir es jetzt noch sind. Und dann lassen Sie uns im letzten Quartal zusammentreten, um uns in die Augen schauen und uns beraten, wie wir uns zukünftig aufstellen wollen, so dass wir nicht jedes Mal von der Kommunalaufsicht eine Beanstandung zu erwarten haben. Danke. Vielen Dank. Herr Röhl nochmal. Ihre Bestätigung vorausgesetzt, mache ich von hier? Ja, bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte kurz noch Folgendes sagen. Es sind viele Sachen hier besprochen worden, die hier heute nicht zur Debatte stehen. Das heißt, das Haushaltskonsolidierungskonzept steht hier heute nicht zur Debatte. Da fällt dem einen oder anderen sicherlich noch viel mehr ein, als hier gesprochen wurde, aber es steht heute hier nicht zur Debatte. Herr Schmutz, Ihre Angabe, dass 17 Millionen Rücklagen noch bestehen am 31.12. ist gut und schön, aber saldieren Sie das mal mit den Übertragungsermächtigungen, die da nicht draufstehen, und dann sind Sie im Minus. Insofern ist es einfach nicht richtig, solche falschen Zahlen hier in den Raum zu stellen, zumindest nicht, wenn man es besser wissen müsste. Die Übertragungsermächtigungen, die am 31.12. zu Buche standen, die wir im Übrigen beschlossen haben, stehen da auch, und die führen natürlich zu Ausgabeermächtigungen, die die Rücklagen schmelzen. Insofern ist das eine falsche Sichtweise, die Sie hier skizziert haben. Erlauben Sie mir den Einspruch. Der nächste Punkt ist, und da müssen wir uns ja auch Gedanken drüber machen, wenn Sie sagen, Herr Obermeister, dass eigentlich nur der Satzungstext beziehungsweise die Summen der Satzung heruntergesetzt werden, das heißt für Verpflichtungsermächtigung 25 ist ja auch ein Punkt, und für Kreditermächtigung, heißt das natürlich im Umkehrschluss eindeutig, dass die Maßnahmen in der Anlage 5 nicht durchgeführt werden beziehungsweise verschoben werden müssen. Etwas anderes ist haushalterisch, denke ich, nicht möglich, denn Sie wissen ja auch, dass Kredite nur für investive Maßnahmen aufgenommen werden dürfen. Alles andere sind Kassenkredite, und da sprechen wir nicht drüber, denn die bedürfen keiner Genehmigung. Herr Schmutz, der Punkt der kommunalaufsichtlichen Genehmigung ist klar zu verstehen. Das heißt, es muss gespart werden, nicht im Investiven, sondern im Nicht-Investiven. Und es bringt nichts, hier immer etwas von Investitionsstau zu sagen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der Investitionsstau tritt deshalb auf, weil wir uns nicht mit originären Verwaltungsarbeiten mehr beschäftigen, sondern mit vielen Wahlaufgaben, die Verwaltung auferlegt wurden, auch durch den Stadtrat, selbstverständlich. Und Sie wissen unsere Meinung, wir müssen davon runterkommen. Es sind nicht die investiven Maßnahmen, die zukünftig hier für Probleme deutlich werden, sondern es sind die nicht investiven Maßnahmen, der Verwaltungshaushalt. Das wird uns zukünftig hier massiv beschäftigen, und hier sind Einschnitte nötig. Und ich hätte mir gewünscht, und es war auch auf Messers Schneide, Herr Weise wird sich sicherlich erinnern, als wir hier gestanden haben in der Pause zum Haushalt, dass wir uns danach sofort Gedanken machen wollten und dann einen anderen Investitionshaushalt und einen anderen Verwaltungshaushalt hier vorgehen wollten. Ich bin jetzt verwundert, dass Sie sagen, Herr Oberbürgermeister, dass Sie Personaleinsparungen hier jetzt so ein bisschen in Frage stellen. Ich möchte nochmal sagen, Sie haben hier vorgegeben, 2,5 Millionen Euro zukünftig jedes Jahr gegenüber den Plansätzen einzusparen. Wenn Sie davon abrücken wollen, sollte das wirklich genau überlegt werden. Wir sollten, auch wenn wir hier nicht über das Haushaltskonsolidierungskonzept heute abstimmen, sollten da uns auch dran halten. Der Unterschied zwischen der vorläufigen Haushaltsführung und einen Haushalt intakt mit einer haushalterischen Sperre ist ja, wenn man ehrlich ist, sehr gering. Alle unabweisbaren Ausgaben
dürfen sowieso nicht ausgeführt werden. Deshalb sollte man hier nicht ein Gespenst aufmalen, sondern man sollte die Zeit nutzen, die Weichen zu stellen. Unsere Fraktion steht dafür kurzfristig zur Verfügung. Ich hoffe, die anderen auch. Wenn das hier nicht zur, man könnte ja auch auf 48.3 noch drängen, vorberaten ist auch nicht, aber wir wollen hier heute mal verzichten darauf. Aber vom Grunde her müssen die Weichen frühzeitig gestellt werden. Vielen Dank. Danke. Dann kommen wir jetzt als nächstes, also Herr Bausemann, bitte. Herr Bausemann, Sie hätten auch gerne vom Platz reden können. Ich sage, Sie hätten auch gerne vom Platz reden können. Hätte ich machen können, mache ich aber nicht. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, und das stelle ich auch seit 5 Jahren im Kreistag immer wieder fest, es gibt in den Verwaltungen, das ist nicht nur in Stendal so, das ist auch Magdeburg, Halle, was weiß ich, es ist ein Mentalitätsproblem. Man kann jetzt immer wieder sagen, man beschließt irgendwelche Haushaltskonsolidierungskonzepte und man kündigt dann Sparungen an und eigentlich kaschiert man bloß den eigentlichen Nichtwillen, wirklich selber zu sparen. Und Herr Gronczy oder Herr Siele, ob Ihnen das jetzt passt oder nicht, ich werde das Thema immer wieder formen. Ich werde auch genaue Zahlen nochmal einfordern, was uns der Sachsen-Anhalt-Tag am Ende kostet, weil er eben genau dieses Problem beispielhaft darstellt. Jeder Kleingartenverein macht dieser Tage eine Sommerfeier. So, da legt man fest, meinetwegen 1.000 Euro, da weiß man, man hat 30 Gäste, die kommen, da holt man 60 Bratwürste, 60 Steaks, 10 Kästen Bier, vielleicht noch eine Flasche Schnaps. Man weiß genau, was man braucht. Wenn man das ein Vierteljahr vorher plant und man kauft eine Woche vorher, stellt dann fest, oh, jetzt kostet die Bratwurst vielleicht 30 Cent mehr, der Senf ist ein bisschen teurer geworden, dann kauft man im Zweifel ein bisschen weniger oder man kauft ungefähr so viel, es kostet ein bisschen mehr. Aber Herr Sieler, wenn Sie jetzt sich ernsthaft hinstellen und eine Kostensteigerung von 460.000 Euro auf über 830.000, die es im April schon waren, jetzt verkauft, naja, übliche Steigerung und Inflation, dann machen Sie sich aber wirklich lächerlich. Lassen Sie mich doch ausreden. Sonst kann der Weise ja eingreifen. Aber das kann man nicht machen. Wenn man dann der Öffentlichkeit sagt, man versucht dann Einnahmen zu generieren über Souvenirverkauf, dann schütteln die Leute nur noch mit dem Kopf. Und das ist dann eben irgendwann schräg. Ja, und ich bin da ganz bei Herrn Schmutz. Wenn der nächste Haushalt beschlossen wird, es gibt hier eine gewisse bürgerliche Mehrheit in diesem Stadtrat, gibt es im Kreistag auch, dann wird es Sparmaßnahmen geben, aber die werden vielleicht einnehmen. Dann ist es so frei, aber dass wir nicht nur im Stadtrat, sondern wir wollen vielleicht auch noch weiter, wie wir ein Prestigeprojekt wie die Plan Deutschland Tour, wie Sachsen-Anhalt-Tag, dann zukünftig nicht mehr durchkommen. Denn das sind nach 3 Tagen verschwunden, 0 Stunden nahe. Die stehen 10, 20, 30 Jahre noch. Die wollen nur. Herr Sieler, wollen Sie darauf antworten? Ja, ich weiß gar nicht, was ich zu sagen soll. Sie legen mir Worte im Mund, die ich nie gesagt habe und Sie verdrehen auch das Zahlenwerk. Also, dass das über 1 Million kostet, war schon denjenigen hier bekannt, als wir darüber beschlossen. Man muss Einnahmen und Ausgang gegenüberstellen und dann das Defizit betrachten. Wie Herr Inzenberg sagt, entscheidend ist doch, was wir am Ende zu tragen haben. Und ich habe nie gesagt, dass das über 1 Million mehr kosten würde. Also Ihre Falschaussagen, die ich gesagt haben sollte, die möchte ich mal zurückweisen. Das stimmt so absolut nicht. Und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht sagen. Danke. Wenn es jetzt keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich zu dem Antrag des Stadtrats Schlafke kommen und er hätte da aber noch eine Frage zur Verwaltung, an die Verwaltung. Wenn diese Maßnahme im Haushalt weiter Bestand hat, können wir dann überhaupt über diesen Änderungsantrag abstimmen? Also, ich würde den Änderungsantrag nochmal verlesen. Ich beantrage die Pflichtaufgabe Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahme, Siedlungsweg Staats, Konto 09625961, Investitionssumme 98.000 Euro, aus der vorliegenden Anlage zu streichen und in den Haushalt 24 wieder als unabweisbar aufzunehmen. Das würde ja die Verfügung des Landkreises abändern. Ja. Dann ist es kein Beitrittsbeschluss mehr, dann können wir es lassen. Also. Okay. Herr Schlafke, bitte, als Einbringer. Ich wollte nur von hier, die Vorschläge sind ja nicht vom Landrat gekommen, sondern die sind ja auch schon weitergekommen. Den Landrat sind ja, dass er da auch noch 6 Millionen macht. Ist das wahr? Nein. Wir haben dieses Papier, den Plan mit all seinen investiven Maßnahmen beschlossen. Und dann gab es eine Aufforderung zur Stellungnahme und da sollten wir zu
allen Maßnahmen, die uns genannt worden sind, erklären, ob das unabweisbar ist. Und dann hat daraufhin der Landkreis gesagt, bei diesen Maßnahmen gehen Sie davon aus, dass diese nicht vorliegt, deswegen vermindern wir die Genehmigung der Kredite um Betrag X. Mehr nicht. Bitte, nochmal, Herr Schlafke. Haben Sie das unabweisbar hinter diesen Maßnahmen geschrieben? Nein. Nein? Habe ich doch gerade schon gesagt. Ja, und wie gesagt, ich bin die Nachtarbeit wichtig. Sie haben tatsächlich gesagt, als Sie nach vorne gehen, um unsere Zustimmung zu erstreichen, des Weges dafür. Nein. Ich bitte. Eine Stunde. Die Maßnahme bleibt im Haushalt und das habe ich auch gehalten. Sie ist drin geblieben. Keiner hat einen Beschluss gefasst, sie rauszunehmen. Auch heute haben wir das nicht gemacht. Der Landkreis sagt auch nicht, dass diese Maßnahme gestrichen wird. Er sagt nur, dafür würden wir kein Geld bereitstellen. Punkt. Die Maßnahme ist nicht aus dem Plan gestrichen. Nochmal. Herr Stadtrat Schlafke, ich sehe, also nicht dem Inhalt wegen, aber ich sehe grundsätzlich eine Schwierigkeit darüber, dass wir darüber abstimmen können, weil diese Maßnahme ja weiterhin im Haushalt ist. Also deswegen soll das dabei bleiben oder also was damit vermittelt werden soll, ist doch allen klar und auch der Verwaltung, dass wir es machen wollen. Aber ich würde ja noch zustimmen, ja, was Sie sagen, wenn dann die Warnanfällen, die da stehen, verschoben auf das Jahr. Da steht dann nur das ist von der Aufsicht, nicht von uns. Nochmal, habe ich doch gesagt. Ja, weil die anderen Menschen das Verschieben aufschieben, bis oder. Ja. Mir geht es ja darum, ob es rechtlich. Okay. Also wenn es jetzt keine werte Stadträte, wenn es jetzt keine, das kann man ja im Nachgang vielleicht nochmal prüfen, ich würde diesen Änderungsantrag zur Abstimmung bringen und dann kann das ja gerne nochmal geprüft werden, ob das überhaupt möglich war. Ich würde ihn nochmal verlesen, wenn der Herr Stadtrat Schlafke ihn nicht zurückzieht. Nein. Okay. Herr Stadtrat Schlafke beantragt die Pflichtaufgabe, bitte mal zuhören. Die Pflichtaufgabe Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahme, Siedlungsweg Staats mit der Kontonummer Investitionssumme 98.000 Euro aus der vorliegenden Anlage zu streichen und den Haushalt 2024 wieder als unabweisbar aufzunehmen. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen kann, oder bitte um Ihre Zustimmung oder Ablehnung. Sehr geehrter Herr Schlafke, Ihr Änderungsantrag ist mit 20 Nein zu 7 mal Ja abgelehnt und wir kommen dann jetzt zur Abstimmung über den Beitragsbeschluss. Ja, gut. Ich bitte um Abstimmung. Die Vorlage ist denkbar knapp, aber sie ist mit 17 Ja-Stimmen bei 16 Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 7, Anfragen und Anregungen im öffentlichen Teil. Gibt es diese? Herr Schmutz, bitte. Ich mache das vom Platz aus. Ja. Meine Anfrage bezieht sich auf das Siedlungsgebiet Ünglingen, der Erweiterungsteil am Ünglinger Berg. Welche Aufwendungen entstanden nach dem Beschluss des Stadtrates, das Vorhaben in Eigenregie umzusetzen für dieses Siedlungsgebiet, für Planung und Erschließung? Und welche Auszahlungen wurden dafür geleistet? Ich habe die Frage schriftlich bekommen, das Protokoll dann in die Hand. Welche Aufwendungen sind noch bis zur Vollendung der Erschließung vorgesehen und mit welchem Verkaufspreis die Quadratmeter und mit welchem Ertrag rechnet die Verwaltung dann, wenn die Grundstücke veräußert werden?
Gut, die Frage wird schriftlich noch reingereicht. Stadtrat Röhl, bitte. Ja, gibt es im Nachgang auch schriftlich oder ich habe okay. Beihilfeweise. Jetzt wurde viel über den Sachsen-Anhalt-Tag hier gesprochen und auch vielleicht nur vermutet. Unsere Fraktion hat folgende Frage. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Sieler, mit Hinblick auf die gefassten und relevanten Beschlüsse zur Ausrichtung des Sachsen-Anhalt-Tages 2024 hat sich die Hansestadt Stendal zur Kostentragung Defizit in erheblicher Höhe verpflichtet. Gegenstand des Zahlenwerks und der gefassten Beschlüsse sind Stadtratsbeschluss römisch 7.08.33, 13.02. Hierin ist die Kostenübersicht mit Stand vom 7.02.2023 berücksichtigt, welches ein Defizit Negativergebnis in Höhe von 557.000 Euro ausweist. Ergänzend dazu hat der Stadtrat am 27.03. beschlossen, hinsichtlich der Haushaltsplanung 2024 Änderungen dahingehend, dass Mehreinnahmen über 88.500 erzielt werden sollen und mehr Ausgaben in Höhe von 273.700 geleistet werden sollen. Dieser Stadtratsbeschluss ist gefasst worden innerhalb der Haushaltsberatung und in den Haushaltsplan. Daraus ergibt sich Änderungen negativer Natur in Höhe von 185.200. Saldiert bedeutet das ein Defizit in Höhe von 742.000 und ein paar zerquetschte Euro als Defizit. In den Zeitungen stand jetzt drin, dass noch von weiteren Änderungen und mehr Ausgaben auszugehen ist. Die können wir als Stadträte natürlich nicht so verifizieren, nur weil es in der Zeitung steht. Deshalb unsere Fragestellung. Da der Sachsen-Anhalt-Tag 2024 ja nun in Kürze stattfindet, müssten sowohl die Kosten als auch die erwarteten Einnahmen weitestgehend feststehen und zumindest belastbar einzuschätzen sein. Deshalb die Frage, gibt es hier neue Erkenntnisse, die vermuten lassen, dass das Defizit für die Austragung des Sachsen-Anhalt-Tages 2024 weiter anwächst gegenüber den Planzahlen? Dann hätte ich noch die Frage als Zusatzfrage, nicht zum Sachsen-Anhalt-Tag. Herr Krefeld, Sie haben vorhin so nebenbei im Nebensatz gesagt, dass die Steuereinnahmen um 2 Millionen Euro niedriger erwartet werden. Ich bitte um Rückinformationen, ob Sie daraus die Pflicht erkennen, Ausgaben in gleicher Höhe zu senken. Ich habe das so verstanden, dass die Fragen schriftlich eingereicht werden noch, ne? Und dann gibt es sicherlich eine schriftliche Antwort, oder? Okay, gut. Okay, dann wäre Stadtrat Ludwig. Schriftlich. Oder? Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrter Vorsitzender, werte Stadträtinnen und Stadträte. Sehr geehrter Herr Sieler, es gab in letzter Zeit wieder Anfragen von betroffenen und besorgten Anwohnern wegen der Umlegung Haferbreite Süd. Deshalb drei Fragen. Hält die Verwaltung weiterhin an der Umsetzung des Bebauungsplanes Haferbreite Süd fest und gibt es hier Änderungen? Zweitens, wann ist es seitens der Verwaltung geplant, mit der baulichen Herrichtung oder Herstellung der Erschließungsstraße zu beginnen? Und drittens, sind die Planungen für die Erschließungsstraßen abgeschlossen und können bereits Aussagen zu den erwarteten Kosten getroffen werden? Da ich bereits mehrfach meine Bedenken geäußert hatte, bitte ich Sie hiermals nochmals, meine Bedenken durch Antworten auf die einzelnen Punkte auszuräumen. Und die nächste Frage wäre, sehen Sie weiterhin keinerlei Probleme bei der Umsetzung? Vielen Dank. Danke. Ja, ich habe gerade gehört, auch schriftliche Beantwortung. Gibt es, wer war zuerst? Dann bitte, Frau Seidel. Frau Seidel kann auch gerne nach vorne kommen. Ja. Jetzt. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, ich habe zwei Dinge, die mir am Herzen liegen und die uns auch schon längere Zeit beschäftigen. Und zwar geht es um den Stadtsee 3, ganz konkret um den
allerersten Warburger Krug. Das Gebäude ist ja in privater Hand und ich fahre da alle 6 Wochen lang und ich denke, ich bin in irgendeinem Slum. Es ist Wahnsinn. Dort wohnen noch sehr viele alteingesessene Ständerler, die auch sehr gern dort wohnen. Es sind auch sehr viele neue Bürger dort. Und das Problem ist jetzt, wer es nicht weiß, das hat sich da zu einer fürchterlichen Müllhalde entwickelt. Es ist kein Zustand. Ich habe Kunden oder es sind Ständerler Bürger, die mich regelmäßig informieren, dass da Ungeziefer langläuft. Und wenn es stimmt, ich habe mich heute noch nicht selber davon überzeugen können, heute Nacht muss dort auch ein Brand stattgefunden haben. Also massives Feuerwehraufgebot mit Krankenwagen und was auch immer. Also die Leute ärgern sich nicht nur, sondern sie sind inzwischen auch sehr besorgt. Natürlich nochmal ein ganz großes Lob an unsere Großwohnvermieter. Das Umfeld dort im Allgemeinen hat sich sehr positiv entwickelt. Also wie gesagt, die Bürger möchten da auch wohnen bleiben. Und das Problem ist wirklich der Warburger Krug. Ich weiß, dass da dieser Inhaber oder, wem gehört das? Das wissen Sie noch nicht, oder? Ich weiß, dass auch das Ordnungsamt ab und zu da ist und dass sie sich schon längere Zeit bemühen. Aber wo soll das hinführen? Wir müssen da jetzt irgendwo was finden. Wie gesagt, ob sie da Kameras aufstellen oder was weiß ich, in ausländischen Sprachen, dass es eben keine Müllabladehalde sein darf. Also der Zustand ist unerträglich. Das wäre jetzt eine Sache. Und dann die zweite Sache. Es gibt sehr viele Bürger, die halt regelmäßig auch unsere Busse benutzen. Das ist jetzt Zuständigkeit eigentlich des Landkreises. Aber ich weiß, dass auch hier schon mehrfach angesprochen worden ist, wenn ein Kleinbus kommt und mehrere ältere Bürger mit einem Rollator dastehen und Kinderwagen, dann bleiben die Fahrgäste zurück. Und es ist leider so, es ist im Stundentakt leider nur möglich, dass die Busse fahren. Das kostet auch alles Geld, das weiß ich. Aber es gibt viele, die eben halt zu Schulzeiten morgens dann für 1-2 Stationen mit dem Kinderwagen den Bus nutzen und die Rentner, die dringende Arzttermine haben, kommen dann nicht zu ihren Arztterminen. Das wird also allgemein angezeigt, haben wir wenig Einfluss. Ich bitte Sie aber trotzdem als Stadt, da mal noch nachzuhaken beim Landkreis, inwiefern es möglich ist, also offiziell wohl ein Rollator und ein Kinderwagen, mehr geht nicht rein, ob man da irgendwie eine Möglichkeit findet oder mal eine Anfrage bei den Busfahrern startet, was sie da so erleben. Und jetzt der Bezug zur Stadt Stendal. Wir haben den Sachsen-Anhaltstag. Wie wird es da sein? Da sind ja viele Rollator-Benutzer und viele Kinderwagen. Kriegen wir das hin, dass wir zu diesem Großevent auch alle Menschen hin und her bewegen können? Haben Sie da einen Einfluss irgendwo? Ich kann dazu gerne was sagen. Herr Bausen hat ja auch schon zweimal auf die Probleme beim Warburger Krug hingewiesen. Und wir kennen das auch, weil das Problem haben auch schon Bewohner mir mitgeteilt, als ich vor Ort war. Ich habe ja auch am Stadtsee-Sprechstunden. Wir nehmen es immer wieder auf und es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, sobald wir dort die Müllsäcke wegtragen oder wegtragen lassen, weil ich nicht genau weiß, ob das dann der Landkreis macht, weil theoretisch, wenn es nicht unser Eigentum ist, können wir das nur an die untere Naturschutzbehörde, an den Landkreis wenden und der löst das dann. Aber genauso schnell, wie wir das dann entsorgen oder entsorgen lassen, genauso schnell ist die Verunreinigung wieder da. Wir hatten auch die Überlegung für temporäre Verschmutzungen, für bestimmte Vorfälle, ein mobiles Kamerasystem anzuschaffen, aber im Rahmen der Konsolidierung konnten wir das nicht drin lassen. Das haben wir rausgenommen, weil das wäre dann eben von einem Dienstleister und würde einige tausend Euro kosten. Und jemand abstellen, der sozusagen das alles überwacht, kriegen wir auch nicht hin. Also wir wissen das, das ist ein regelmäßiges Problem. Eine Lösung haben wir nicht, außer dass wir dort regelmäßig kontrollieren. Punkt. Bei den Bussen würde es natürlich sinnvoll oder gut sein, wenn wir das weitergeben an den Landkreis. Ist das eine Linie? Wissen Sie, welche Linie das ist? 901 und 902. Also was mir jetzt bekannt ist, es wird sicherlich auch für Borstel oder so zutreffen. Also wir haben ja aus dem Alltag
Zeit gelernt, letztes Jahr, als es zum 15. Streichung kam, Fahrplan, die wir abgehört wurden, wir haben sie jetzt im Sommer, all diese Prüfpunkte, woran wir wurde jetzt schon mit aufgegeben und die Kreise geteilt, dass sie diese Erinnerungen wieder rückgängig machen, aber das kann auch nehmen. Wahrscheinlich nicht für alle Punkte der Zeit, aber wir haben die Kreise wieder aufgeteilt. Und wir fahren nicht die Linie selbst, sondern das Fahrzeug. Das können wir auch anfangen, dass wir vermerkt, auch Wettern mit Motoren oder junge Mütter sind, die also in die Leitung nicht hereinkommen. Wie Sie gesagt haben, allein schon aufgrund der umfangreichen Sperrungen und der Zubewegung, weil so viele Menschen kommen, müssen wir natürlich ein System des Nahverkehrs haben, die dazu führt, dass möglichst viele ohne eigene Fahrzeuge reinkommen. Also neben dem klassischen Nahverkehr gibt es dann die Busse, die also von außerhalb in die Stadt reinfahren. Stellt da Busse, alle Busse in Bewegung gesetzt, der Nahverkehr ist also 100%. Auch die Bahn hat ihren Fahrplan ausgeweitet für dieses Moment. Also da wird es wirklich alles in die Wege geleitet. Das ist mega, Dankeschön. Danke. Stadtrat Bausemer war, glaube ich, der Nächste. Ja, Herr Sieler, Sie hatten vorhin, oder besser gesagt, Herr Klefel hatte vorhin berichtet darüber, in der Antwort auf die Frage von Herrn Roske, dass bei der SWG durch die Malerarbeiten da ja auch alles nicht so richtig gemacht wurde und dann Nacharbeiten nötig waren und das dann auf Kosten der Firma geht, weil sie da eben der Verursacher waren. Mich würde interessieren, bei den Arbeiten am Mönchkirchhof gab es ja auch irgendwie ein paar Probleme, die da durch einen YouTuber auch aufgedeckt worden sind. Gilt da Ähnliches? Also wurden da auch praktisch die Nacharbeiten dann der Firma in Rechnung gestellt oder musste das auch im Rahmen von irgendwie einer Nachverhandlung dem Steuerzahler aufgebürdet werden? Dankeschön. Nein, es war so, dass als wir den Mönchskirchhof eröffneten, sich Herr Punze öffentlich entschuldigte und sagte, es tut ihm leid, aber es fehlen noch einige Steine. Also es konnte an den Randbereichen noch nicht zum Abschluss der Maßnahme kommen. Das wurde von vielen als so interpretiert, der ist noch gar nicht richtig fertig, da fehlt ja noch einiges. Was soll das? Das hat er aber erklärt dort öffentlich und ich glaube, es dauerte 3 Wochen, bis dann die Steine endlich da waren und das nachgebessert wurde. Dann gab es auch nochmal einen Hinweis, das haben wir aber auch mit bestehenden Mitteln gelöst, dass dort, wo dieser neue Aufenthaltsbereich ist vor der Schule, dass dort Mülleimer fehlen würden, hatten wir vorgeschlagen. Die Schule sagte, wir wollen das aber nicht. Wir wollen sozusagen die jungen Leute nicht noch animieren, dort Müll abzulagern. Wir finden es besser, wenn wir schon Sitzmöglichkeiten haben, dass man auch was entsorgen kann. Das wurde oder wird also nachgerüstet, aber es gibt also keinen Mehraufwand durch irgendwie Baufusch oder durch irgendwelche Mängel. Gut, danke. Dann war als Nächstes Herr Kloft. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte die Möglichkeit nutzen für eine Anregung, gerade in Bezug auf das Thema Müll. Es ist ja so, dass der Müll nicht von irgendwo herkommt. Und ich finde, wir konzentrieren uns immer stark darauf, es muss halt jemand wegmachen, dafür ist die Verwaltung da. Wir müssen den Müll halt wegmachen. Den Müll macht jemand dorthin. Der fällt nicht vom Himmel, sondern das sind Bürgerinnen und Bürger, die ihren Müll dort abladen und nicht nur dort. Wir haben immer wieder auch auf der Hundewiese oben Richtung Kleingartenanlagen an verschiedenen Stellen auch neben den Mülleimern säckeweise Müll, der eindeutig beispielsweise aus dem Garten kommt, wo man gegrillt hat und Ähnliches. Da kann man häufig noch die Reste vom Essen mit drin sehen. Und auch an anderen Stellen, wenn Sperrmüllsammlungen durch die Wohnungsbaugesellschaften erfolgen, stellen Sie sich mal, wenn das bekannt ist, dass ein Müllberg wächst dorthin und schauen Sie, wie viele auch mit Autos und Anhängern kommen, auch in der Nacht, und einfach große Mengen Müll einfach abladen, obwohl sie dort nicht wohnen. Das heißt, wir haben eine Herausforderung damit, dass es viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die ihren Müll nicht bei der ALS vorbeibringen und abladen, wie sich das gehört, die vielleicht nicht ihre kleinen Kärtchen nutzen, die nicht bereit sind, die 5 oder 10 Euro extra zu bezahlen, weil man x-fach hingekommen ist, seinen Müll abzuladen, sondern die sich angewöhnt haben, es irgendwo abzuladen und es der Allgemeinheit zu überlassen. Und deswegen ist es einfach mal ein Aufruf an der Stelle an Sie alle, an uns alle, auch das den Bürgern bitte mitzuteilen und den Bürgerinnen, dass wir das nicht machen. Und dass wir einfach ein Gefühl dafür bekommen als Gesamtgesellschaft, dass es einfach nicht schön ist, dass der Müll überall rumliegt. Dass man eben nicht, wenn man gerade etwas gekauft hat, es öffnet, den Müll fallen lässt und weitergeht. Das hat was Pädagogisches, da können wir an verschiedenen Stellen ansetzen, auch in Schulen, aber eben auch bei vielen Erwachsenen. Deswegen ist es meine Anregung, nutzen Sie den Müllmelder bei der ALS. Alle Anwohner jeden Tag aufs Neue.
dann kriegt die ALS unheimlich viele Infos darüber, dass da Müll ist, der entsorgt werden muss. Es ist deren Aufgabe, dann auch zu gucken, wer ist verantwortlich und wer kriegt die Rechnungsstellung. Also dafür gibt es diese Möglichkeit übers Handy. Teilen Sie das und spammen wir einfach an der Stelle die ALS voll mit diesen ganzen Aufforderungen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht die Hauptverantwortung von uns als Stadt und als Stadtverwaltung. Vielen Dank. Genau, Stadtrat Rühl. Ja, ich hatte jetzt nur eine Nachfrage, vielleicht ist das Herr Oberbürgermeister, wären Sie denn in der Lage, jetzt die Frage zu beantworten, die ich gestellt habe hinsichtlich des Sachsen-Anhalt-Tals? Mit Verlaub, die Frage ist ja, macht ja in 5-6 Wochen keinen Sinn mehr, sondern die Frage ist, ob derzeit Erkenntnisse darüber bestehen. Und an Ihren Nachbarn hatte ich auch die Frage gestellt, ob das tatsächlich so ist. Nicht schriftlich, sondern hier ad hoc zu antworten, ob Ihnen Erkenntnisse vorliegen oder nicht. Nein, es gab ja schon mal die Aussage, dass es in Punkten hier und da zu Preissteigerungen kam, aber ich kann diesen Detailgrad an Anfragen jetzt nicht wirklich beantworten. Aber natürlich gerne kurzfristig, dass Sie vor dem Fest noch die Informationen haben, die Sie wünschen. Okay, danke für die Antwort. Das, was... Ja, Herr Rühl. Ihre Anfrage, ob 2 Millionen Einnahme oder voraussichtliche Einnahmesenkung dazu führen, dass wir Ausgaben senken müssen. Wir werden im Rahmen der Durchführung des Haushalts bei der Haushaltssperre natürlich achten, dass wir maximal Geld einsparen. Das ist die Aufgabe. Und ja, also es ist doch völlig klar, ich habe die meisten Ausgabepositionen sind ja vertraglich gebunden. Also wenn wir jetzt an Personal denken, man kann jetzt nicht einfach innerhalb von ein paar Tagen 2 Millionen Personalkosten sparen oder dergleichen. Aber wir werden sehen, dass wir möglichst sparsam agieren und wenn Sie alle dran halten, dann kann das auch funktionieren. Alle dran halten heißt auch, dass der Stadtrat sich seiner Verantwortung bewusst ist und auch darauf achtet, dass Projekte, die hier eingestellt werden, tatsächlich auch finanzierbar und nachhaltig sind. Das hatten wir in der Vergangenheit nicht immer. Gut. Herr Stadtrat Schlafke. Ja. Zwei Fragen oder zwei Anmerkungen. Die erste, wann wird die Karte über die Kaltluftzone wie beschlossen vorgelegt? Das ist ein wichtiges Thema, das müssen wir endlich mal abgeschlossen werden. Die zweite Sache, und stattdessen wurde mit der Post ein offener Brief zugeschickt, in dem die Mitarbeiter des Forschungsdienstes um bessere Arbeitsbedingungen und Ausrüstung bitten. Leider ist der Brief nicht unterzeichnet, sodass man nicht weiß, wenn der Brief aber echt ist, ich nehme an, dass wir da sein, dass wir uns hier nicht zuschicken, sollte sich die Verwaltung tatsächlich um Verwaltung kümmern. Das war ein Da kann ich viel, darf ich vielleicht? Die Leiterin des Ordnungsamtes hat, nachdem wir alle dieses Schreiben bekommen haben, sich mit mir in Verbindung gesetzt. Wir haben da auch lange drüber diskutiert, weil es ja ein anonymes Schreiben ist. Wie wertet man so ein anonymes Schreiben? Weil ich schon finde, wenn städtische Mitarbeiter in ihrem Tätigkeitsfeld Nachteile sehen oder Vorschläge haben, dann gehört sich das meiner Meinung nach, da auch einen Namen drunter zu schreiben. Weil die Sachen, die in dem Schreiben stehen, sind ja nicht verwerflich, sondern da kann man doch in jedem Fall drüber sprechen. Deshalb hatte ich dann mit ihr, wir sind so verblieben, sie hat mit einzelnen Mitarbeitern da nochmal gesprochen. Was jetzt bei dem Gespräch insgesamt rausgekommen ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht weiß da der Oberbürgermeister noch was dazu. Oder? Ich möchte dann schriftlich beantworten. Okay. Herr Stadtrat Insen. Ich habe mich jetzt dazu gemeldet, obwohl ich keine Anfrage habe. Ja. Ich würde mal darauf hinweisen, und das wäre gut, wenn wir so verfahren, dass anonyme Briefe nicht darüber spekuliert wird, an die Stadträte weitergereicht wird, wie auch immer. Wer sich nicht zu Problemen bekennt und das anonym abgibt, der hat kein Anrecht darauf, irgendeine Antwort oder Spekulation. Wir spekulieren jetzt, kommt es aus der Verwaltung? Nun stellen Sie sich mal die Situation vor, ich spinne jetzt mal. Der OB möchte den Stadtrat unter Druck setzen und schreibt sich selber einen anonymen Brief. Ja, das kann. Ich will ja nur sagen, das kann mal so verrückt werden. Deswegen bitte ich darum, anonyme Briefe zukünftig, wenn nicht erkennbar ist, wer der Absender ist, ab in Schredder und weg damit. Das sehe ich genauso, aber
dadurch, dass der Stadtratsvorstand gerade frisch und berufen wurde und wir im Urlaub waren, hat dann die Verwaltung dieses Schreiben verteilt. Ich hätte es auch nicht rausgegeben. Wir haben ja Vertreter der Presse, die machen es ähnlich. Wer da einen anonymen Brief schreibt, der wird nicht veröffentlicht. Und deswegen, ja, ansonsten, ich hätte noch eine alte Schreibmaschine, Herr Oberbürgermeister, wo es dann nicht auffällt. Okay. Also ich habe nochmal nachgeschaut, weil wir hatten dazu auch eine Presseanfrage, weil natürlich auch der gleichlautende Brief an die Presse ging. Ich würde Ihnen dann über die Fraktionsvorsitzende mal unsere Antwort zukommen, weil die sagt im Prinzip alles aus, dass wir also eine bestmögliche Ausstattung natürlich vorsehen, aber dem dort im Einzelnen nicht so nachkommen, also zum Beispiel Fahrräder oder Bodycams und so weiter. Aber Details würde ich jetzt, das wäre jetzt zu viel, würde ich dann den Fraktionsvorsitzenden mitteilen. Da sind also alle Informationen zu diesem anonymen Brief auch aus unserer Sicht dargelegt. Gut, danke. Ich würde Ihnen okay, bitte, Herr Stadtrat Höppner. Ja, tut mir leid, dass ich Sie übersehen habe. Nö, kleine Männer übersieht man schnell mal. Ich will auch kein großes Statement halten, nur der Ansatz von Herrn Klopf ist aus meiner Sicht verkehrt, weil egal, wenn es auch über die ALS läuft, in der Endkonsequenz zahlt es der Bürger mit seinen Steuern. Punkt. Das Einzige, wie wir das Problem wirklich lösen können, ist, wenn man an den Schwerpunkten Kameras installiert, um dann die Leute, die so ein Mistverbrechen oder solch einen Mist verbocken, dass man die kostenpflichtig zur Verantwortung zieht. Und wenn man das machen würde. Meine Güte, die ALS wäre den Leuten doch auch in Rechnung, die Besitzverantwortung. Ich bitte jetzt nicht um ein Zwiegespräch. Okay. Ich habe meine Meinung dazu gesagt. Dann würde ich, wenn es keine weiteren Anfragen gibt, den öffentlichen Teil jetzt schließen und würde sagen, wir treffen uns in 10 Minuten zum nicht öffentlichen Teil.